So soll es doch sein. Dafür sind wir immer angetreten. Echtes Publikum natürlich getestet, ausgewählt. Das Beste, was man sich aussuchen kann, wirklich. Und hier bei Dreisat ganz ehrlich, ach, es kann nicht schöner sein. Herzlich willkommen zu Puff Puffs Happy Hour. Hier der Platz, da wo Kabarett noch Spaß macht, ja? Oder beziehungsweise richtig, richtig Freude verströmt. Und man muss auch sagen, die Sendung passt. Weil die Stimmung im Land, wie finden Sie die Stimmung? Die ist doch grandios, oder? Finden Sie die auch? Also ich finde, nein, also hier diese fragenden Gesicht, spüren Sie nicht auch diese Aufbruchsstimmung? Fühlen Sie nicht auch den Wind im Rücken, die Offenheit im Haar und vor uns dieses Feld, was schreit, gestalte mich, pflüg mich, mach was mit mir. Haben Sie nicht auch dieses Gefühl? Unsere Ideen sind unsere Grenzen, sowas? Hm? Irgendjemand? Nein, ich muss schon, doch, ich habe das Gefühl, seit diesem 26.09., seit dieser Wahl, ja, haben wir endlich unseren eigenen 11. September. Also, nein, ja, ach, das ist ein falscher Vergleich, das stimmt. Nein, also, jetzt so, also nicht den Tag selber, ich will keine Witze über die Katastrophe machen, das war schlimm, aber ich meine so die Zeit danach, wissen Sie? Nachdem die Trümmer des World Trade Centers ja beiseite geräumt waren, da war ja was Positives, weil sie hatten ganz tolles Bauland mitten in Manhattan. Verstehen Sie? Es steckt in allem immer was Positives. Das war ja Baugold, was da lag. Und jetzt steht dann Freedom Tower. Was lernen wir daraus? Wenn erstmal alles in Schutt und Asche liegt, dann kann was Grandioses, Neues entstehen. So geht Optimismus. Okay, ich muss noch mehr an Ihnen arbeiten. Ich merke das auch gerade. Natürlich habe ich mich, so wie wir alle, vor der Wahl zu Hause hingesetzt. Ne? Ich habe mir Gedanken gemacht, was ist das Beste für mich, für meine Familie und für uns alle, oder? Sie haben es auch so getan. Ich habe mich da hingesetzt, meine To-Do-Listen geschrieben, mir einen Moment der Freiheit geschaffen, indem ich dann erstmal das Internet ausgestöpselt habe, das Handy weggelegt, den Laptop zugeklappt. Ich habe meinen Kindern neues Holzspielzeug geschnitzt, sehr viel. Und meiner Frau die Aufmerksamkeit geschenkt, die sie verdient. Ganz, ganz viel Aufmerksamkeit. Ich habe sie ganz viel reden lassen, bis sie irgendwann selber gesagt hat, das nervt. Ja. Und dann hatte ich einen Moment frei. Und das soll keine Beschwerde sein, dass das nur ein kleiner Moment der Freiheit war. Aber ich möchte damit darauf verweisen, wie wichtig dieser Moment mir doch war. Und in diesem Moment, wo ich dann frei hatte, dann habe ich nachgedacht. Was wäre das Beste für unser Land? Ich habe mir die letzten Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte angeguckt und so wie wir Deutschen nun mal sind, ne, ich habe mir Gedanken für uns alle gemacht. Ne? So sind wir doch, wir sind Entdecker, Menschenfreunde, Humanisten. Ne? Wir sind ja keine Egoisten oder Narzissten. Ja, auf jeden Fall, ich habe mir dann diese Listen da zurechtgelegt und irgendwann stob es wie Schmetterlinge im Spätsommer vor meinem inneren Auge auf und dann wusste ich, was das Richtige für unser Land doch da wäre. Wie zum Beispiel Kinderarmut abschaffen. Kinderarmut abschaffen, immerhin in diesem Land, in unserem fortschrittlichen Land leben noch 2,7 Millionen arme Kinder, die teilweise keine warme Mahlzeit am Tag haben. Das sollte abgeschafft werden. Wir brauchen ein neues Bildungssystem, das wissen wir doch alle. Ne? Eine Bildungsreform. Wir brauchen eigentlich auf Bundesebene eine verwaltete Bildungsreform, die dann darin kumuliert, dass wir Gesamtschulen haben für alle mit Exzellenzförderung. Das ist von Bildungsexperten herausgefunden worden. Das ist die beste Schulform, die es gibt. Das wissen wir. Und dann würden wir das einfach einführen. Genauso möchte ich eine Wahlrechtsreform. Das wissen wir doch auch. Wahlrechtsreform, oder? Dass wir hier nicht mehr so ein aufgeblasenes Parlament haben. Wir haben jetzt schon das zweitgrößte Parlament nach China. Und die haben über 1 Milliarde Einwohner. Also demnächst sitzen wir alle in diesem hässlichen Bunker. Das will doch keiner. Das will keiner. Wir brauchen Lebensraum, wir brauchen Platz, wir brauchen gedeckelte Mieten. Wir brauchen einen Mindestlohn, damit sich Arbeit auch wirklich wieder lohnt. Wir brauchen auch eine Frauenquote. Ich bin der Meinung, dass wir die brauchen. Ich weiß, viele schreien jetzt auf und sagen, ich möchte aber nicht auf meine Geschlechtsteile degradiert werden. Da sage ich, vollkommen richtig. Aber wenn wir uns die letzten 16 Jahre mal angucken, hat es etwas gebracht, keine Frauenquote zu haben? Nein, nein. Wir müssen da draußen etwas ändern. Wir müssen den Klimawandel stoppen und etwas für die Umwelt tun. Und darüber hinaus sollten wir irgendwie mal wieder zueinander finden. Genau das stand auf dieser Liste. Und mir war klar, diese Wahl, die wird's bringen. Ich saß da und lächelte. Weil wissen Sie, was mir klar geworden ist? Unser Land ist so am Arsch. Das kann gar nicht schlimmer werden. Verstehen Sie? Was soll denn noch Schlimmeres kommen als Laschet? Was denn? Stehen Sie doch mal, das ist mir doch, irgendwann
liegt dieses Land so in Schutt und Asche und in Trümmern, dass selbst die größten Vollidioten aus Versehen das Richtige tun müssen. Und selbst wenn wir an dem Punkt noch nicht angekommen sein sollten, es dauert nicht mehr lange. Haben Sie nicht auch dieses Gefühl? Sehen Sie, es kann nur besser werden. Und ich gebe zu, ja, der Wind of Change, der da draußen im Moment bläst, er könnte ein stinkeliger Furz sein. Aber manchmal ist der stinkelige Furz bei schlechter Luft ein frischer Abwind. Insofern, wir schaffen das. Dankeschön. ZDF hat einen Namen. Qualität. Nee, Qualität. Also ZDF heißt ZDF und da ist Qualität. Und wenn Sie ZDF oder Dreisat ist auch, also öffentlich-rechtlich, ist schlau. Abonnieren.